Rogue. Ach, irgendwie finde ich Sea Giant immer gut. Du bist halt zu langsam. Da kann ich nichts machen. Kannst du ja nächstes Mal einfach auf gut Glück schon mal schreiben, welche Klasse ich nehmen soll, wenn ich mit einer fertig bin. Ah, oh, Sepp ist so gut. Ach man, ich mag die Kodo. Vielleicht sollte ich doch mal wieder draften mit dem Haserina Add-on. Vielleicht wäre das sinnvoll. Ach Gott. Vanish sieht so cool aus, aber bringt so wenig. Ach Gott. Ah, cool. Ich bin ja ein großer Friteusen-Fan. Mal gucken, ob ich mir sowas früher oder später dann auch nochmal anschaffe. Ja, damit habe ich zum Glück nicht so viele Probleme, wobei das bestimmt dann kommt. Den Exorzisten? Achso, wegen dem Dings. Ich dachte jetzt, ist wegen dem Draft.
Nur er will seine Kicks loswerden. Bringt mir nicht sonderlich viel. Okay, krass. Das habe ich bisher noch nicht gesehen, dass jemand so viel Value aus diesem Cauldron bekommt. Das ist ein Zap. Was hat er denn davon? Ich kann ja mal nächstes Mal wieder mit Hearthstreamer draften. Mal gucken, wie weit meine Einschätzungen auseinander sind mit dem, was die Meta sagt. Probier es mal gerade zu starten im Hintergrund. Deal one damage to your hero. Okay. Ist vielleicht ganz geil, wenn man so viele Karten hat, die benötigen, dass sein Held Schaden bekommen hat. Okay, hast du den halt gerade anscheinend dazu geführt, dass mein Spiel gecrashed ist. Dankeschön. Ach, da werde ich jetzt mal einen guten Zug. Ach komm! Nein!
Ach, sowas Doofes. Damn you, Haserina. Achso, steht übrigens nicht 1-3, sondern 0-0. Oh, wie dieser Curse of Weakness nervt. Er ist genau auf 15 und spielt 3 so eine Typen. Und dieser Cauldron. Seit wann ist denn dieser Cauldron so krass? Wie er eine krasse Karte nach der anderen aus diesem Cauldron zieht. Komm zurück, ich glaube 0. Wir hätten auf jeden Fall einen Nuller und einen Einer Run gerade. Ich glaube, ich werde nach der Arena den Streamer neu starten und dann machen wir mal 60 FPS. 30 bringt mir irgendwie kein Glück. Hey, Gewinner! Er hat schon ungefähr 1 Million
Spells aus diesem Cauldron gezogen. Es gibt mal die Musik. Die klingt nicht so, wie sie klingen soll. Ja, ich bin auch überrascht. Sind heute richtig viele Leute da. Man nicht um Konzept rumspielen? Naja, sagen wir mal so, ich hatte jetzt einen Vierer-Run, einen Zweier, einen Einer und einen Nuller. Aber ich habe auch jetzt schon seit, keine Ahnung, Wochen, Monaten keine Arena mehr gespielt. Und von daher bin ich ganz zufrieden. Ich kenne von dem Add-on immer noch nicht alle Karten, ich muss mal mich erstmal wieder rantasten. Ich denke, fürs nächste Deck werde ich dann wieder Haas Arena nehmen. Ist momentan irgendwie noch schwierig. Ja, wenn das mal so schnell gehen würde mit der Rotation. Thank you.
Quality Consec? Nur Quality. Was? Nichts in 8-1er? Naja, wenn du meint. Dann war das schon Liefer? Nee, aber knapp. Ach, krass. Ja, ach, mir sind die weiterhin einfach alle viel zu teuer. Ich spiele das nur free to play. Arena-Event? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Hatten wir dazu nicht einen Stream gemacht, wo ich ein, zwei Runden gespielt habe? Aber... ja. Ich glaube, ich war irgendwie enttäuscht, dass gar nicht so viele Karten anders waren. Also insgesamt habe ich vielleicht von den 90 Karten 10 angeboten bekommen oder so. Und davon waren dann vielleicht irgendwie 3 gut. Und im Grunde war es... vergleichsweise unverändert. Dir werden bei jeder Arena mal 90 Karten angezeigt, von denen du 30 nimmst. Das meinte ich. Also von den 90 halt, die ich mir aussuchen kann, da wurden, hatte ich vielleicht 10 oder so dabei. Dreier vom Mage. Ja, das ist alles an mir irgendwie vorbeigegangen. Mal gucken, ob ich mit dem nächsten Add-on oder dann jetzt die nächsten Wochen, wenn ich dann mal wieder hin und wieder mal spielen werde, ob ich dann irgendwie wieder reinkomme. Ich mache ja auch immer mal die Dailies, also so ganz raus bin ich ja sowieso nicht. Aber dazu braucht man halt weder Kenntnisse von der Meta, noch muss man dafür Arena spielen. Das war dumm, ich hätte den mal anlotzen sollen. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich ja weiter ein Blizzard-Fan. Mal gucken. Vielleicht zocken wir auch mehr Warcraft.
Ja, klingt ein bisschen wie so ein Questing Adventurer oder so. Oder Flash Eating Ghoul, der ihn einfach dann umbringt und man den nicht schnell genug killt. Oder Frothing Berserker. This will be grisly. Ich hätte ihn auch einfach silenzen können, das wäre viel besser gewesen. Ja, es war auch dumm, das schon auf den zu machen. Es wäre besser gewesen zu warten. Bis er Schaden genommen hat und die Chance hoch ist, dass er dann auch stirbt. Aber ich nehme an, dass es eh gewonnen ist. Ach, schade, dass mir im ersten Spiel das Spiel abgestürzt ist. Das hätte ich wahrscheinlich auch gewinnen können. Ja, stimmt. Glaube ich, kann mich erinnern. Los, zwei Treffer. Ja, scheiße. Nur jetzt hätte ich ihn gebrochen können. Oh!
Ach was, er hat Free From Ember gezogen und kann es jetzt für 5 Mana spielen. Versuche ihn jetzt einfach mal zu rushen. Geh kaputt, du! Ja, ich muss den killen, damit er da nicht durchkommt. Da hätte ich mir aber auch mehr Zeit lassen können. Ich würde die gerne benutzen, aber ich will unbedingt Corpse Raider auf den machen. Ja, Mist, ich habe so die Vermutung, dass er das gewonnen hat. Ja, die ist von Super Smash Bros. Und zwar die Wii U Variante. Ich gebe dir mal einfach 5. Es ist die Corneria Stage. Also hier Lilith Wars. Oder Star Fox oder wie auch immer. Echt, Walisa?
Oh Mann, schade. Habe ich nicht gesehen. Ich habe irgendwie gedacht, ah, es gibt schon noch voll ewig und dann den Seppen dachte ich, dann kann ich den wieder dreimal spielen. Hm. Mist, habe ich nicht aufgepasst. Ein Glück hat es trotzdem gereicht jetzt. Ja, gewonnen. Wir jetzt nur noch so einen blauen Schimmer um den rum. Ah, will ich den zappen? Ich krieg den anderen auch nicht kaputt. Wahrscheinlich nicht. Ach, ich weiß nicht, ob ich den zappen will. Ja, wahrscheinlich, ne? Muss ja den nochmal spielen.
Ist halt weiterhin ein schwaches Board. Das war jetzt im Grunde mein komplettes Hard Removal. Die Musik gerade war von RuneScape. Ach du Scheiße. Ach, das ist voll wahr, er wird schon 4 Damage haben. Jetzt habe ich keinen Taunt. Ich habe auch mit einer Waffe gerechnet. Zieht er jetzt. Krass. Das war knapp. Nee, das ist nicht Donkey Kong. Das war Wild Arms. Hehehe.
Wahrscheinlich. Auf beiden Ohren. Wo denn sonst? Es ist sogar ein Biest. Irgendwie funktioniert hier mein Deck-Tracker auch nicht mehr richtig. Statt dir mal neu. Ich hoffe, stürzt nicht gleich alles ab. Oh Mann, das nervt ja. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Hätte es mit der NN-Waffe zauern sollen? Ja, stimmt schon. Wäre besser gewesen.
the shield. Death to the traitor, hey! Sieht nach einem guten Board aus. Wird ja doch mal noch eine halbwegs gute Runde. Bayel versus Valera. Watch your back. None can escape my fury. Er ist gar nicht so schlecht, dieser Sneaky Devil. Eigentlich ein ziemlich gutes Secret. Hätte man auch einfach Hero Power nehmen können. Oder Perdition's Blade. Das Lied nervt. Wenn irgendein Song richtig schlimm ist, ihr könnt es auch gerne sagen, dann... Skippe ich den vielleicht nicht, aber es gibt zumindest mal so 2 Minuten vor oder so, dass der kürzer dauert. Haha, okay. Smash Brothers war das gerade. Aber das ist ein Spiel, was eigentlich mit auf meine Liste rauf müsste. Nee, es war noch ein Smash-Song. Das davor jetzt. War nicht der gleiche. Genau, und oben ist die Leiste für die Leute mit guten Augen. Justice is mine.
Ja, schon eine Weile. Hey, Su! Wie läuft's? Die Face! Ist ein Fehler? Nee, das ist die Soundleiste. Die oberen 2 oder 3 Pixel. Wenn's nervt, kann ich's auch wegmachen. Aber nein, es gibt in diesem Stream keine Fehler. Okay. Das nervt nicht, okay. Ja, das stimmt. Aber die letzten Hearthstone-Streams, solange die auch her sein mögen, die hatten das jetzt auch schon. Im Grunde, seit ich die neue Cam habe, habe ich das, glaube ich. Achso, hast dich gewundert. Ja, ich habe überlegt, wo ich die hinmache, wo sie möglichst unauffällig ist. Und dann dachte ich irgendwie, ach, eigentlich wäre es witzig, wenn ich einfach die obersten 3 Pixel dafür nehme oder wie breit die jetzt auch ist. Warte mal, wie viel sind's? 2 Pixel sind's. Sie ist 1920 Pixel breit und 2 Pixel dick. Ja, 2 Pixel ist auch nicht so breit. Bei einer Full-HD-Auflösung. Aber ich wollte es so machen, dass man, dass sie im Grunde nicht auffällt, wenn es einen nicht interessiert. Und man aber, wenn man hinguckt, das dann sofort sieht. Ah, in Venom. Ach recht, dann haut er nicht direkt den Giant weg. Ziehen wahrscheinlich ein bisschen zu viel AP. Oh, im nächsten Zug dann gleich 3-mal Phantom Militia spielen. Na, vielleicht brauche ich auch Argent Commander.
Die beiden da rein, Hero Power Dings, habe ich 13, ist nicht lethal. Auch ich glaube, dann spiele ich auf Sicherheit mit der Militia. Oh Mann, die Taunts. Lethal mit den Venom Weapon jetzt 100 Pro, oder? Dann hau ich da drauf, hab noch 5 Mana übrig. Sind das 10? Ja, auf jeden Fall. Go, go, noch einen Win, dann bin ich zufrieden. Finde ja, gute Runs sind immer 7 Wins plus. Bei 7 Win fängt der gute Run an. Wahrscheinlich, weil man bei 7 die 150 Gold in jedem Fall rausbekommt. None can escape my fury. Ja. Lootbox. So many possibilities. I'm almost out of time. Ah, Dark Possession ist so stark. Ah, Volatile Elemental ist nicht so besonders gut, wenn da nichts liegt. Och nö. How long can this go on?
Kakophonist. Der taunt. Ja. Ja, Volatile Element ist nicht so gut, solange da dieses blöde Ei liegt. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich probiere es jetzt aber nicht. Dann wir zerstören den einfach und spielen den Etty. Ja, ich könnte es Eis silenzen. Aber eigentlich ist es auch nicht so wild. Gehe ich einfach mit einem Face? Ich glaube, ich hau den mal um. Wie mein Glück. Corpse Razor werde ich erst spielen, wenn ich auch im gleichen Zug den dann killen kann. Elf Damage, wenn ich den Silencer. Das ist schon gar nicht schlecht, oder? Darauf bezog sich das, was Kalpo direkt darüber geschrieben hatte. So many possibilities. So. Ah, jetzt hätte ich gern noch ein Silence.
Wo ist mein Zap? Ach man, wer, der wieselt sich da jetzt noch irgendwie raus. Wo sind eigentlich meine ganzen Pedition Blades? Mein Archon Commander. Weasel, genau, der wieselt sich da so raus. Ah, go Zap! Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich die 5 Damage nehmen will. Wieso kann eigentlich dieses Elementar nicht facegehen? Nein! All in, ja. So many possibilities. So. Geht doch.
Jaina! You asked for it. None can escape my fury. Wenn es nicht besser gewesen wäre, hätte das Face gemacht. Wobei, vielleicht spiele ich jetzt auch einfach den Apprentice. Oder den Stone Defender, die sind alle gut. Oh, wie mich der Typ nervt, ey. Coin ich jetzt noch Elemente? Ach komm. So viel besser wird das Frost Elemental hier auch nicht. Glacial Shard. Ach, ich glaube, ich coin ihn noch. Weil ich kann nächsten Zug dann Apprentice Blinkfox spielen. Ich habe überlegt, ob das doof ist mit dem Coin, weil dann kann ich den Eddie nicht spielen, aber ich glaube, das ist okay. Es ist Diablo 3. Ich bin immer wieder überrascht, wie niedrig der Delay ist. Dass du noch, während ich das eintippst, yay schreiben kannst. Voll krass. The future. Ach, ich greife einfach an. Die Chance ist eh hoch, dass er irgendwie einen Bot klärt.
Oh, diese Glyphen, ey. Just what I needed. Ich weiß nicht, ob mir das nicht ein bisschen extrem ist. Okay, in der einer besseren Alternative muss ich den zappen. Und jetzt? Sepp fehlgeschlagen. Ich wiederhole. Der Sepp ist fehlgeschlagen. Welchen Spell habe ich denn noch im Deck? Mimic Pot. Ach komm! Ja, wer ihr liefert, sind genau 15. Nice.
Das ist, glaube ich, der schlechteste Minion, den man denn spielen kann gegen 233, oder? Wobei, vielleicht hat er irgendwas, was er jetzt hinterher spielen kann. Summon a Death Rattle Minion from your hand. Das könnte ganz schön gut sein, oder? Ah, es gibt ja auch noch fettere Sachen. Ich glaube, ich ignoriere den lieber. Hast gewonnen. Wenn er so mit dem Rücken zur Wand steht und dann von 7 Mannern 3 dafür aufwendet, Karten zu ziehen, sehe ich gerade nicht, wer danach zurückkommt. Ja, voll krass, ne? Dafür, dass die ersten Runden alle so beschissen waren. Aber vielleicht habe ich ja auch einfach mal Glück mit einem Deck. Funktioniert bisher jedenfalls sehr gut. Rough Age. Das raue Haar. Hätte ich den clearen sollen, damit er jetzt nicht Powered Shield irgendwie benutzt.
others, heed my call. Also Tempo. Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich dachte, wenn da schon einer liegt, dann muss er halt irgendwie den schlechten Trade machen oder den halt irgendwo reinhauen. Und bietet sich halt an als Ziel auch für den Drachen. Auch wenn wir da jetzt den anderen getroffen haben. Ah, die sind beide gut. Fünf Karten. Mal spiel jetzt die anderen beiden. Nein, effizienter. Komm, wir nehmen mal ein bisschen Late Game mit. Psionic Probe. Copy Spell in your opponent's deck, add it to your hand. Das klingt ziemlich gut. Oh! Mist, hätte ich mal den gespielt. Hoffen wir, dass sein MC-Tag nicht den 5-9er zieht. Auch nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, ob ich den clearen will oder ob ich lieber den einfriere und face gehe. Das sind auch nur 5 Damage. Aber den Zug kriege ich den jetzt ein. Wobei die Chance hoch ist, dass er jetzt Primordial Drake spielt oder sowas. Oh Gott. Welchen Drachen? Primordial Drake oder Twilight oder welchen? Wahrscheinlich Primordial, ne? Na, ja, der ist nervig. Ja, ich hab viele neue Karten im Deck. Ach, Twilight, den ich gerade gekillt habe. Ja. Finde ich ja nicht ganz nett. Viel Handlock gespielt vor ein paar Jahren. Oh, what does this one do? Doch, doch, ich habe den Twilight Drake gekillt. I tried this. Ach, du Scheiße. Stimmt, den gekillt habe ich den nicht, oder? Ne, stimmt, gekillt habe ich den nicht, aber da reingeschaut, das riecht. 11, 12, 13, 14, 15. Mmh. Justice is mine.
Ach, es war dumm, hätte ich das wegtraden sollen, aber ich glaube, das Late Game verlieren wir sowieso gegen den. Och, komm! Da muss ich aber noch heilen. Der ist gewonnen. Okay. Ich dachte schon, er schafft es jetzt noch zu clearen und er schafft es noch zu clearen und sich zu heilen. Naja, er hätte halt sich heilen müssen. Ach, entschuldigt, mein blöder Husten. Salto ist neuer. Ja, ist das Salto. Bei mir steht, dass es das Alte ist. Ich gebe dir jetzt, weil du erst gemeint hast, Oldschool, die mal die Punkte einfach. Ach, ich weiß nicht, was in meinem Chat los ist. Manchmal kann ich nicht nach oben drücken und habe die letzte abgeschickte Nachricht dann. Meistens funktioniert's, aber manchmal funktioniert's nicht. Keine Ahnung warum. Stimmt, es ist wieder Rough Age. Er kriegt sein Rematch. Als ob ich noch was wüsste. Instant gelöscht. Hat der einen MC-Tag? Nee, ne? Ach, egal, ich zähl den so oder so. Und offensichtlich Elise. Hmm.
Das ist Warcraft. Ja. Das sind 4 Schaden, 5 Schaden, 9 Schaden. Aber ich glaube, dass ich das schon verloren habe, weil meine Hand so schlecht ist. Ach, das ist einfach normal, dass einem Sachen mal nicht auf einfallen. Ich glaube, es ist einfach das Alter. Man baut einfach ab. Ja, bringt ja auch nichts. Im Zweifel mehr Notizen machen. Welches? Also es ist GTA. Fifi. Ach Gott, was ist das für eine Auswahl? Nee, GTA 4 ist es nicht. Dann kriegst du 2.
Ach ja, Grand Archivist. Oh Gott, hab bitte nicht wieder. Okay, das geht sogar. Nee, San Andreas ist auch nicht. Die Spiele habe ich alle so viel gespielt, dass ich die auseinanderhalten kann. Bis auf den ersten Teil. GTA habe ich noch nie gestreamt. Das kann ich mir auch sehr witzig vorstellen, wenn irgendwann mal GTA 6 rauskommt. Aber davor gibt's ja jetzt erstmal. Hat der einen Mind Control? Ja, das stimmt natürlich. Oh Gott, wer ist denn dieses andere Spiel von Rockstar, was jetzt demnächst erstmal rauskommt? Dies zu mir fällt auch viel nicht ein, Kalbo. Red Dead Redemption, genau. Ja. Das werde ich mir dann wahrscheinlich relativ fix holen und streamen. Das ist lethal. Ich überlege nur, wie ich das am besten mache. Eigentlich ist es nicht lethal. One-off. Nein! Oder ich was falsch gemacht? Nee, ne? Das war jetzt einfach so. Ich habe ja den Schaden nirgendwo verschwendet. Das, an seiner Stelle würde ich mich voll ärgern. Mich kotzt es immer voll an, wenn ich gegen einen verliere. Und dann im nächsten Match weiß, bei 9 oder 10 Wins. Und dann muss ich gegen den Typen, gegen den ich gerade verloren habe, gleich nochmal spielen. Das nervt mich immer so krass. Nee, erstmal schaffen. Erstmal muss ich es schaffen, Kepo. Ich meine hier die Vorschuss-Blaubeeren. Vorschuss-Himbeeren. Vorschuss-Braunbeeren. Zwei Schüssers, ja. Geile Musik auf jeden Fall. Die Musik, die eines
ihn alles würdig ist. Vorschussbrummbeeren. Ja, ziemlich cool heute, ne? Ach, ich glaube, ich will schon mal den Taunt einstellen. Vorschusspizza. Den guten Vorschuss ein Erbseneintopf. Kalpu isst alle Beeren, wenn wir nicht da sind. Ja, das ist faster than light. Aber der Anfang klang gar nicht so danach. Ich hab's auch erst nicht erkannt. Elf, zwölf, 13, 14, 15, 19. Oh Gott, gehe ich einfach face und hab ihn auf 4 runter? Nee, zumindest den muss ich killen, ne? Face wegen Blade, das wäre eventuell im nächsten Zug lethal. Ich glaube, jemand, der so weit kommt, der hat irgendwie noch so ein Ass im Ärmel. Ich will einen Garten, um den sich jemand anders kümmert. Ja, das ist auch meine Meinung. Garten fände ich auch cool, aber ich würde im Leben mir den nicht pflegen wollen. Aber in einer Großstadt muss man sowieso erstmal schon viel Geld haben, um sich einen Garten leisten zu können. Dann ist wahrscheinlich der Sprung, dass man so viel Geld hat, dass man sich noch jemanden leisten kann, der sich darum kümmert, nicht mehr so groß. Spaß an der Arbeit haben wir uns so. Ja, das glaube ich auch. Ach du Scheiße, ey. Was ein Top-Deck. 12-1, ey, Leute. Was geht? Das gibt's ja wohl nicht. Unglaublich. Ich dachte schon am Anfang, heute kommen nur so Runs, die irgendwie 2 Wins haben oder so. What the fuck? Leute, die Sonnenbrillen! Badet im Licht. HDR-Alarm! Genau, demnächst dann Hearthstone in HDR. Ihm zündet die Blendgranate mit dem HDR-Schlüssel. Put your face in the light. Hui, 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 hui. All the gold. All the packs. All the cards. Und das goldene Murloc-Totem. Endlich. Geilo.
Genau, jetzt kommt das Gold, was ich vorher rausgeschmissen habe. Naja, wie es immer so ist, ne? Bei den geilsten Runs kommen die mediokersten Packs raus. Aber dafür zwei. Und noch eine goldene Karte. Und noch jede Menge Gold. Und so weiter. Eine Golden Hero Card. Ach du Scheiße, aber was ein unfassbar geiler Run. Hätte ich ja wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich dachte schon bei den 7 Wins. Wie krass ist das, dass wir jetzt noch bis 7 Wins kommen? Und hab überhaupt nicht dran gedacht, dass es noch so weitergeht. Vor allem nicht nur 12-2, sondern auch noch 12-1. Wie krass. Ja, sehr geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, mal wieder in Hearthstone reinzugucken. Wie gesagt, ich habe vor, das jetzt in nächster Zeit wieder häufiger zu machen. Jetzt nicht so extrem häufig, aber zumindest ein, zwei Hearthstone-Streams die Woche sollten es demnächst dann doch wieder sein. Auch wenn ich, wie so oft, nichts versprechen will. Schon kurz vorm Deinstallieren und dann das. Ja, Super Mario fürs SNES. Super Mario World ist natürlich sogar ein bisschen exakter, aber ich gebe jetzt mal Kaipo die vollen 15. Weil sie diese grandiose Melodie erkannt hat. Ja, es ist spät genug. Ich streame jetzt schon immerhin 5,5 Stunden und ich würde es jetzt heute nicht übertreiben wollen. Ne? Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. So schade es auch ist, hat mich das sehr gefreut, dass heute auch wieder so viele da waren. Ja. Von daher würde ich sagen, passt das. Morgen wird es keinen Hearthstone-Stream geben. Morgen machen wir weiter mit unserem Amiga-Beefy-Spiel. Action in Hollywood. Unser Ferienjob ist noch nicht abgeschlossen. Und ja, ansonsten will ich noch nichts versprechen, was die Woche jetzt angeht. Am Mittwoch war eigentlich geplant, dass wir ein bisschen Multiplayer zocken. Wahrscheinlich gibt es wieder ein bisschen Warcraft 3. Und ja, ansonsten schauen wir mal. Pots 1000, genau, mit der Pfefferami. Und dem Drahtesel. Jo. Na gut, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat eine Menge Spaß gemacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.